So, hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu meinem dritten Unboxing. Könnte auch das vierte sein, ich weiß es nicht mehr, sind wir ganz ehrlich. Und zwar habe ich bei GBFKI bestellt und diese Bestellung ist endlich angekommen. Sie ist schon im Laufe der Woche angekommen, aber ich habe jetzt dazu Zeit, euch das Unboxing zu drehen. Das Paket habe ich schon einmal ausgepackt, ich war zu neugierig, aber ich zeige euch jetzt die Bilder und das Zubehör, was ich bestellt habe. So, fangen wir an mit dieser Box. Finde ich mega praktisch. Das ist nämlich so eine Doppelbox. Die gibt es halt in einzeln. Ich habe die halt auch in einzeln. Kann ich euch auch mal eben zeigen. Und zwar habe ich die hier auch so in einzeln. Die hier ist dann halt so eine Doppelbox. Ich mache euch die auch mal eben auf. So, und dann könnt ihr hier sehen, dann habt ihr hier nämlich die Boxen, die ich mir im Bund ausgesucht habe. Die habe ich umsonst bekommen. Und zwar gibt es da so eine Aktion, kaufe 3, zahle 2 in dieser Aktion. Und wenn du drei Dinge davon haben willst, dann darfst du dir, und dann wird dir eine sozusagen nicht berechnet. Finde ich mega cool und ich finde diese Box, die sieht mega witzig aus. Und ja, das ist dann so halt für größere Bilder so, denn eine Box und nicht so eine einzelne. Mal sehen, vielleicht packe ich auch noch die Boxen, also diese kleinen Dinger, die kann man ja hier rausnehmen, diese Parteien. Und eventuell tausche ich die einmal, also kommen die von meinem jetzigen Bild hier rein, in diese Box und die in die anderen. Das schon mal zum ersten, zur Seite. So, und dann habe ich Stifte bestellt. Die Bilder machen wir mal als letztes. Habe ich Stifte bestellt. Und zwar einen, 2 Puffel. So, und dann habe ich noch einen Fischi. Einen Fischi bestellt. Genau, und 1, 2, 3, 4, 5 Stifte. Die sind richtig, richtig schick. Richtig cool. 5 Acrylstifte. Genau, wie gesagt, da würde ich euch empfehlen, einmal bei GBFKI vorbeizuschauen. Das hier ist, wie gesagt, eigentlich ist das ein richtig stechendes Grün, richtig schick. Die Paket, das ist hier so kaputt, weil ich zu blöd war, das aufzumachen. Dann einmal in Pink. Einmal im hellen Blau. Die haben hier, glaube ich, irgendwie alle 4 Euro gekostet im Angebot. Dann habe ich mir noch diese beiden hier geholt. Der hier hat 6 gekostet und der irgendwie 5. Mega, mega schick. Der Unterschied ist, diese glitzern hier so ein bisschen. Ich weiß nicht, ob man das sehen kann. Der ist ja auch ein bisschen leicht grünlicher als in der Kamera. In der Kamera wirkt er sehr dunkelblau. Hier ist er eher so, ja, wie soll ich das sagen? So grün glitzerig. Und der hier ist durchsichtig. Der weiße. Mega geil. Freue ich mich schon richtig drauf, damit zu painten. Ja, und wie gesagt, diese Puscheln hier. Mal aus, die brauchen natürlich in den Tüten hier bleiben. Diese 2 Puschel hier, die fand ich so niedlich und die musste ich hier gleich behalten, gleich mitnehmen. Die sind so kuschelig, richtig witzig und es sieht auch witzig aus und man kann wohl sehr gut damit painten. Ich habe es jetzt noch nicht ausprobiert, aber wir werden sehen. So, das auch erstmal beiseite und dann haben wir hier noch mein kleinen Fischi. Gucken wir mal. Hier kann die Verpackung auch schon gleich weg. Bei den Acrylstiften lasse ich das noch dran, weil das halt so viele sind. Und ich noch keinen eigenen Arbeitsplatz habe. Momentan sitze ich hier in der Küche. Und ja. So, hier ist der Fisch. Hier sieht man richtig den Fischkopf. Witzig, oder? Ich dachte zuerst so, das ist eine Meerjungfrauenflosse. Dann habe ich gesehen, dass das ja wirklich so ein Fischkopf ist. Dann macht man hier die Kappe ab und dann hat man hier so ein Stift zum Painten. Oh,
Ich sehe da gerade was. Ist die Spitze abgefallen. Wieder dran. Passiert. Kann mal passieren. Ich glaube, der Stift hier hat 99 Cent gekostet. Ist okay. Ist okay. Ich habe sie wieder raufgesteckt. Alles wieder supi. So. Packen wir den Fisch mal wieder zusammen. Und dann würde ich sagen, fangen wir mit den Bildern an. Ne? Ich glaube, das interessiert euch am meisten, die Bilder. Könnt ihr mir ja mal schreiben in die Kommentare, was euch am meisten interessiert. Bilder oder Zubehör? So, jetzt haben wir hier drei kleine Bilder. Und ein etwas größeres. So, dann würde ich sagen, fangen wir mit den kleinen an. Die größeren kommen am Ende. So, dann erstmal die beiden hier. Ah, okay. So, wie ihr seht, keine Farbe. Ich drehe euch das mal um. Das hier ist ein Mystery Diamond Painting. Heißt, ich weiß nicht, was dieses Bild wird am Ende. Ich kann es auch, sind wir ehrlich, ich kann es null erkennen. Ich habe keine Ahnung. Es sind runde Steine. Wenn ihr euch die Überraschung nicht versauen lassen möchtet, empfehle ich euch, hier das rausschneiden zu lassen von irgendeiner Person, die in eurem Haushalt wohnt oder so, weil hier war das Bild noch mit drinne. Das hat zum Glück meine Mama ganz schnell gesehen. Ich war nämlich da, als ich das ausgepackt habe. Und die hat das gesehen und hat mir das dann weggenommen und hat das dann das Bild rausgeschnitten. Genau, hier seht ihr die Steine, runde Steine, sehr schöne Farben. Aber aus den Farben kann ich jetzt irgendwie nicht erschließen, was das werden soll. Das ist ein bunter Mischmasch, würde ich mal sagen. Ne? So, dann haben wir hier das Bild, wie ihr seht. Der Druck, den Druck finde ich sehr gut. Die Klebematte ist auch mega gut. Ich bin so froh, dass ich diesen Laden gefunden habe, also GBSTI, durch Diamonds and Pictures. Die bestellt da öfter, so wie Janine X. Mega, mega cool. Und ja. Sehr, sehr nice. Wie immer ist ein Toolkit dabei mit Wachs, mit so einem Schiffchen und so einem Stift. Ich sammle die immer und dann, wenn ich ein paar davon habe, werde ich jemanden eine Freude machen, der Stifte herstellt und die dann an die Person verschicken. Genau. Wie ich das jetzt alles hier so noch aufbewahren werde, weiß ich noch nicht. Aber naja. Wir werden sehen. So. So, dann verpacke ich das jetzt wieder in diesen süßen Karton. Genau, den lasse ich hier draußen, weil das packe ich hier so gleich weg in meine Kiste, irgendwo anders hin und dann, genau. So, dann fangen wir jetzt mit dem neuen an. Genau, das Bild hier, das hat gerade an der Tür geklingelt. Genau, muss ich mal eben die Tür aufmachen. So. Und zwar, nehmen wir das Toolkit jetzt beiseite, haben wir hier noch ein Bild. Leute, ein bisschen durcheinander darf man sein bei den ganzen Bildern. Ich habe das Falsche ausgepackt, das haben wir bereits eben ausgepackt. Jetzt dürfen alle mal lachen. Niemand soll noch einmal sagen, ich bin nicht verpeilt. Also dann weiß ich auch nicht mehr weiter.
Oh Mann, Paula. Pack das nächste Mal die Sachen doch beiseite. So. So, nächstes Bild. Wir nehmen mal das hier. Das hat nämlich auch was damit zu tun, mit dem anderen. So. Und zwar ist das auch ein Mystery Diamond Painting. Und daran seht ihr schon, es ist dieselbe Größe. Also ich habe es in derselben Größe bestellt, 30x40. Auch wieder ein normales Toolkit dabei. Aber diesmal ist es ein Hochkantbild. Heißt, es ist nicht längs. Und diesmal sind auch andere Farben dabei. Wie ihr seht. Es ist nicht dasselbe. Das heißt, ihr könnt auch gern mal 2-3 Mal Mystery Diamond Paintings bestellen. Es ist nicht dasselbe Bild. Wusste ich nicht. Ich habe es einfach mal ausprobiert. Und nein, das hat auch eine ganz andere Nummer. Die Nummer steht hier oben auch drauf. Könnt ihr sehen. Und ja. Da habe ich auch schon gesagt bekommen, wenn ich das hier fertig gepaintet habe, möchte jemand dieses hier gerne in seinem Büro haben. Das kriegen wir hin. Ich finde das schön, wenn jemand sich freut und dieses Bild gerne haben möchte. Es ist wohl ein ganz schönes Bild. Ich meine, könnt ihr das irgendwie hier drauf erkennen, was das werden könnte? Ich könnte es erahnen. Ich weiß es aber nicht. Ich könnte es erahnen. Aber die Farben, die sind wundervoll. Die sind wundervoll. Druck. Ist wieder der Hammer. Sind wieder runde Steine. Wahnsinnig schick. Und ich freue mich schon darauf. So ein bisschen geheimnisvoll. Das ist so, was ich mir nochmal wünschen würde, so großes Mystery Diamond Painting. Das würde ich mir gerne nochmal wünschen, so in, was heißt groß, aber so 40x50 oder 40x60. Das würde mich schon reizen. Also da hätte ich schon nochmal Bock drauf. Habe ich aber jetzt so noch nicht gefunden. Oder, ja, das hat man noch nicht gefunden. So, genau, wie ihr wisst, ich mache das ja auch mal alles so. Nebensächlich, neben meiner Arbeit. Und ja. So, dann kommen wir hier mit diesem Bild hier. Dieses Bild hier wird nicht bei mir bleiben. Dieses Bild habe ich gekauft, um es zu verschenken. Genau. Weil ich fand das mega cool. Und zwar, seht ihr das? Und zwar ist das Stitch als Yoda. Als Jedi. Ist das nicht cool? Mega, mega cool. Und der Druck. Der ist der Wahnsinn. Er hat auch runde Steinchen. Aber kein Rand, so wie die anderen. Der hier hat hier nichts eingerahmt. Und das ist halt mega cool. Weil manchmal, wenn man die Steine nicht ordentlich klebt, hat man dann immer so schwarze Ränder da drum. Die sieht man dann manchmal. Das finde ich dann nicht so praktisch. Aber ja. TNC-Nummern sind dabei. Die kann man hier gut sehen. Und die Steinchen, die sind auch wieder der Wahnsinn. Seht ihr das? Die Farbe ist ja mal mega cool. Hier ist leider kein Inhaltsverzeichnis bei, was ich sehr schade finde, weil ich habe immer gerne so eine Liste zum Abgleichen, wie viele Pakete man wofür braucht oder wie viele Pakete man für was hat. Aber ich glaube, die Person, die das bekommt, wenn hier weniger Steinchen drin sein sollten, hat auf jeden Fall genug Vorrat. So, und dann kommen wir hier zum größeren Bild, das haben die hier irgendwie mit 2 Tüten hier verpackt. Und zwar ist das so ein süßes Bild, da habe ich mich so drüber gefreut. Das ist so niedlich, also es ist echt so niedlich. Oh. Das habe ich gar nicht gesehen. Als ich das erste Mal ausgepackt habe, habe ich das nicht gesehen. Ich dachte so, hä, wo ist denn mein Toolkit? Happy Birthday, Paula. Du warst wieder ein bisschen zu schnell. Naja. Mega geil.
Weißes Schiffchen. Weißes Schiffchen finde ich immer besser als so ein grünes Schiffchen. Ja, man sieht so ein bisschen den Unterschied. Wir haben zwei Mehrfachaufsätze. Einen so einen Stift, die sammle ich auch. So ein Patch hier, so ein Knautschi. Und zwei Placken Wachs. 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 So. Kann man jetzt vielleicht nur eins sehen? Hier sieht man jetzt zwei. Richtig cool. Auf Wachs habe ich auf jeden Fall genug. So, dieses Bild ist ein eckiges Bild. Ich liebe, 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 liebe eckige Steine. Noch habe ich allerdings nicht sehen können, ob das Harz oder Acryl. Sieht mir aus wie Acryl. Aber ist nicht schlimm. Ich freue mich auf jeden Fall, das mega zu painten. Es hat sehr, sehr coole Farben. Und jetzt kommt das Motiv. Ich habe dieses hier extra noch nicht aufgemacht. Ich habe das Bild gesehen und was es sein soll, aber ich habe es jetzt so noch nicht ausgerollt für euch. Dann bleibt vielleicht noch ein bisschen Überraschung da. So, jetzt aber irgendwie das Ding aufschneiden. Oder wie machen wir das jetzt? Kleinen Moment. Ich bin wieder da. Ich hole meine Schere. Zum Glück mache ich momentan ja meine Videos noch in meiner Küche. So, haben wir es mal aufgeschnitten. Und hier seht ihr das schon. Ist das nicht süß? Mal. 40 mal 50. Und Leute, ist das nicht süß? Ist das nicht süß? Mit dem Schmetterling. Okay, den Schmetterling, den erkennt man irgendwie nicht so ganz so gut. Irgendwie sieht das aus wie so ein bunter Fleck. Aber wenn man das gepaintet hat, ist das bestimmt nochmal besser. Und ja, es ist ja mal so wunderschön. Also. Und vor allen Dingen ist es so süß. Es ist so niedlich. Und ich glaube, ich weiß, das werde ich auf jeden Fall aufhängen. Aber ich weiß auch schon, wohin. Das wird denn in mein irgendwann existierendem Arbeitszimmer hängen. Oder bei meinem kleinen Bruder. Mal sehen, wie er das findet. Ich finde es auf jeden Fall mega niedlich. Für kleine Kiddies im Zimmer ist das natürlich auch richtig cool. Aber ist der nicht süß? Ich habe den gesehen und habe gesagt so, oh, den brauche ich. Wie alle Diamond Paintings. Mal sehen, vielleicht packe ich hier ein bisschen noch hier ein bisschen AB-Steinchen rein. Dann habe ich hier ein paar ABs. Ich habe auf jeden Fall, glaube ich, hier ein paar ABs. Hier, das Rot. Bestimmt habe ich hier. Und wenn nicht, bestelle ich einfach nochmal bei Nadine. Ich meinte natürlich Janine. Bei Janine X. Oh Mann, diese Paula, du bist einfach manchmal zu schnell. Du denkst nicht vorher genug nach. So. Auch dieses Bild packen wir wieder ein. Das rollen wir hier auf unsere Styroporrolle wieder auf. Alle Bilder, die ich habe, haben eine durchsichtige Folie. Heißt, es ist gegossener Kleber. Es ist gegossener Kleber. Das heißt, wären hier Macken drinnen, was sie nicht ist, worüber ich mich mega freue, weil wir haben, wie gesagt, immer noch Transport aus China. Und ja, man kann halt nicht immer zu 100% genau wissen, wie die auf dem Weg hierher behandelt werden, die Sachen. Genau, ich werde jetzt hier auch auf den kleinen Sachen hier drauf schreiben. Oh no. Den kleinen Sachen hier drauf schreiben.
was die Krieg, also was das ist, damit ich weiß. Ich hab's zerknickelt, aber das ist nicht so schlimm. Genau, was wer bekommt und was das ist, damit ich auf das, was ich Lust habe gerade, dass ich das auch painten kann. Ich brauche unbedingt mehr Platz. Leute, ich brauche unbedingt mehr Platz. Das ist jetzt schon... Ich habe zwei große Bilder. Dann habe ich jetzt zwei Mystery Diamond Paintings in klein. Und dieses mittelgroße Bild. Und dann habe ich noch... Ich schwenke euch mal. Das. Da ist nämlich auch noch ein ganz großes Chaos. Mein Hochzeits... Heiratsantrag? Hochzeitsantrag? Von Diamond Painting mit Herz. Und dann bestelle ich noch mal was bei Diamond Painting mit Herz. Wenn ich wieder Geld habe. Ja. Auch dieses Hobby frisst Geld. Aber nicht so viel wie manche andere Hobbys. Ihr wisst, ich weiß nicht, ob ihr es wisst, ob ich euch das schon mal erzählt habe. Eigentlich bin ich gerne unterwegs auf dem Rücken von einem Pferd. Ich reite ziemlich gerne. Momentan ist es aber nicht drinne. Corona-Zwecks erlaubt meistens keine Reitbeteiligung mehr, da ich kein eigenes Pferd habe. Weil ich dafür auch so an sich momentan einfach gar keine Zeit habe. Das wäre dem Pferd nicht gerecht. Aber ich bin ziemlich gerne auf dem Pferd unterwegs und ja, wenn ich eventuell bald irgendwann mal wieder eine Reitbeteiligung hätte und das so in Ordnung ist für die Besitzerin, könnte ich euch gerne auch mal irgendwann wieder mitnehmen, wenn ich anfange wieder mit dem Reiten. Aber momentan ist das hier so mein stets und ständiges Hobby. Mega. Ich habe es gesehen, habe angefangen und habe es geliebt. Ich bin unter die Steinchen-Chops angekommen. Ist zwar nicht so mein, ich sage jetzt nicht so, dass mein Herz hängt da schon dran, ne? Aber ich sage jetzt nicht, wenn jemand jetzt sagen würde, Diamond Painting oder Pferd. Ich bin dann halt doch schon manchmal gern draußen und so ein Tier ist halt nicht so ein Bild. Aber das wird sich vielleicht ja bald ändern. Dann kann ich ja beides machen. Das werde ich auf jeden Fall nie wieder aufhören. Es ist mega, 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 mega schön. Die Bilder, die da rauskommen, sind einfach der Hammer. Jedes Mal, wenn meine Mama mal jemanden zu Besuch hat, die hat ja jetzt das Bild von meinem kleinen Bruder und unserem Hund dort hängen. Jeder fragt immer, was ist das? Wie sieht das? Warum sieht das so cool aus? Und ja, jeder freut sich immer und findet das richtig, richtig, richtig schön. Und Mama freut sich darüber natürlich sehr doll. Das war's mit meinem Unboxing. Das waren die Bilder. Das waren meine Stifte. Da. Die Stifte und die Toolkits und die Box. Und dann würde ich mal sagen, wünsche ich euch einen schönen Freitag, Abend, Tag. Je nachdem, wann ihr das guckt. Keine Ahnung, heute ist Freitag. Heute werde ich das wahrscheinlich noch abends hochladen, damit ihr euch das anschauen könnt. Und ja, mal sehen. Bald kommt eventuell nochmal ein Paint with me mit auf dem Bild hier. Oder eventuell fangen wir an in diesen Kästen oder mal sehen, oder in diesen Kästen ein Mystery Diamond Painting einzusortieren. Aber, sind wir mal ganz ehrlich, ich kann noch nicht so viele angefangene Objekte haben. Also eigentlich habe ich immer mit einem angefangen und das andere dann zu Ende. Weil ich habe da vorne so in der Ecke noch eins bei unserem Sofa. Und ich muss noch, also ich bin gerade kurz vor meinen Abschlussprüfungen, das muss ich auch noch machen. Ich glaube, dass mit dem Mystery Diamond Painting, das schieben wir nochmal auf. Und zwar auf nach meiner Prüfung. Ich hoffe, danach habe ich ein bisschen mehr Zeit, um was mit euch zu, um für euch Videos zu schneiden. Momentan ist die Zeit einfach nicht so ganz drinne. Und deswegen kommen nicht so viele Updates. Ja. Ich hoffe, ihr könnt mir das verzeihen und ich hoffe, ihr bleibt trotzdem treu bei mir. Weil, ihr wisst, es lohnt sich. Es lohnt sich, auch wenn ich mal ein bisschen mehr Zeit brauche. Aber ja. Genau. Falls ihr Tipps habt, Tricks, Anmerkungen, Verbesserungsvorschläge, könnt ihr die gerne unten in die Kommentare schreiben. Ich würde mich mega, mega, mega drüber freuen. Und ja, denn auf jeden Fall bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Tschüss.